Warum ist die CO2-Behandlung eine der besten Naturbehandlungen? Unser Körper und unsere Nahrung bestehen aus Kohlenstoff. CO2 ist der Endprodukt der Verbrennung aller Nährstoffe. Seine Menge im Körper unterliegt engen Grenzen. Verschiedene Fühler überwachen seine Anwesenheit im Körper. Während der Arbeit verbrennen energetische Stoffe und es wird CO2 freigesetzt. Jedes zusätzliche CO2-Quantum regt und stärkt die Gegenregulation an. Der Körper hat gelernt, dass die CO2-Steigerung immer nur mit Arbeit verbunden ist. Bei der Arbeit werden nicht nur Entgiftungsprozesse, sondern auch mehr Sauerstoff und energetische Stoffe gebraucht. Das CO2-Reiz löst also gleich drei Gegenregulationen in Gang. Die Entgiftung, die aktive Sauerstoffsteigerung und die Synthese von energiereichen Stoffen. Anabole aufbauende Prozesse und die Trophotropie werden sofort eingeleitet und durch Wiederholungen der Reize trainingsmäßig gesteigert. Durch den schonenden CO2-Reiz wird also eine ganze Kette von Optimierungen auf mehrfachen Ebenen des Organismus, beginnend in den Zellen bis zu den neurohumoralen und nervalen Reaktionen eingeleitet. Arbeit und Sport aktivieren ähnliche Gegenregulationen wie die CO2-Behandlung. Frage: Warum ist die CO2-Behandlung besser als Sport? Warum hat es gesunde und nicht verbotene Doping-Effekte? Der Organismus denkt ökonomisch. Er macht nur das Nötigste. Nichts mehr. Er versucht, die Arbeitsbelastung auszugleichen. Nichts mehr. Außer eines kleinen Überschusses bleibt kaum etwas für die Folgezeit übrig. Die Arbeit des Körpers gleicht also nur die Verluste. Nichts mehr. Und wie ist es bei der Kohlensäurebehandlung? Bei der Kohlensäurebehandlung nach Kovarik bedienen wir uns eines Tricks. Wir täuschen nämlich den Organismus. Wir lassen ihn nicht arbeiten und auch keinen Sport machen. Wir lassen den Menschen auf der bequemen Liege ruhen und schlafen. Dabei entlocken wir ihm aber dieselben Gegenregulationen wie während der Arbeit. Und weil der Organismus nicht gearbeitet hat, stehen ihm all die Überschüsse zu Selbstheilungsprozessen zur Verfügung. Wie wird das gemacht? Wir lassen kein CO2 im Körper durch eine Leistung entstehen und auch durch keine Inhalation anreichern. Wir bringen das konzentrierte CO2-Gas nur auf die Hautoberfläche. Der Mensch atmet nach wie vor die normale Luft weiter. Die Kohlensäure dringt durch die Haut- und Kapillarwände in das Blut. Dort wird sie von den Puffermechanismen sofort neutralisiert. Unterwegs regt sie aber jede Menge von Rezeptoren. Aus dem Endothel in der Gefäßwand werden Botenstoffe freigesetzt. Mit dem Blut gelangen sie in die letzten Winkel des Körpers. Nicht das Gas, sondern diese Botenstoffe haben die heilende Wirkung. Das CO2-Gas ist nur der Auslöser dazu. Also nicht das Gas als Arzneimittel heilt, sondern nur seine wichtige Information für die sekundären, körperlichen Reaktionen sind hier entscheidend? Exakt. Und weiter, der Körper kennt nur eine einzige Situation, bei der er die erhöhte CO2-Konzentration spürt. Es ist die körperliche Leistung. Das CO2 wird hauptsächlich in den arbeitenden Muskeln produziert und erst dann kommt es mit dem Blut in die Kapillaren, wo es gespürt wird. Wir machen das bei der Therapie genau umgekehrt, wir lassen den ruhenden Körper das erhöhte CO2 nur in der Haut spüren, und das kräftig. Der ruhende Körper glaubt, dass es arbeitet und dass es die höchste Zeit ist, all die drei Hauptprogramme, wie Entgiftung, Sauerstoffgewinnung und Energiebereitstellung, zu organisieren. Das macht er auch. Doch weil der Mensch liegt und in Wirklichkeit nicht arbeitet, profitiert er von dieser entwicklungsgeschichtlich verankerten, aufbauenden Reaktionen. All diese Aufbaureaktionen lassen sich weiter trainieren und optimieren. Die Kohlensäurebehandlung ist also eine Hilfe auch für alte, bewegungs- und herzkranke Menschen, die nicht mehr fähig sind, ihre Aufbauprozesse durch den Sport zu trainieren? Richtig. Und noch etwas, kranke Menschen können sich beim Sport und sonstiger körperlichen Anstrengung verletzen oder auch sterben. Dem ruhig liegenden Menschen kann kein Unfall passieren und sein Herz wird nicht belastet. Die Kohlensäurebehandlung hat keine Gefahr. Es kann sowohl bei kleinen Kindern als auch bei sehr kranken und sehr alten Menschen angewandt werden.
Ich muss sagen, wenn das nicht so gut wäre, wäre ich ja nicht so lange dabei. Ja, ich fühle mich immer gut danach. Also ich fühle mich auch im Ganzen recht wohl, auch danach, auch während ich hier liege. Ich genieße das richtig. Das ist eine richtige Erholung hier drin. Es wird jetzt angenehm warm. Und tja, ich fühle mich wohl darin. So richtig und danach? Geborgen. Auch, dann bin ich ganz wach und bin ziemlich lebendig und ich kann gut gehen. Also das macht man alles. Etwas, was sonst mal Mühe macht, das ist alles wie weggeblasen. Darf ich jetzt noch fragen, wie alt Sie sind heute? Heute bin ich stolze 80 Jahre. Ja, also ich würde das nicht vermuten, wenn ich Sie so sehe. Aber man muss eins sagen, wenn man bedenkt, dass gerade in dem Alter, vielleicht schon ab 70, schon ganze Menge Probleme kommen. Und ja. Dann in den letzten 6 Jahren, wo wir diese Behandlung machen, ja. Haben wir keine ernsthafte Zwischengeschichte gehabt. Nein, stimmt. Also ich habe ganz selten, auch Schnupfen kenne ich überhaupt nicht. Oder Erkältung. Müssen Sie Herzmittel nehmen? Nein. Also wenn wir auch bedenken, dass es Leute gibt, die fast 20 Medikamente täglich schlucken müssen, ja. Dann ist das auch eine, ja. Ein Beitrag zu der Lebensqualität, dass Sie auch ja. Praktisch auf jegliche Medikamente mit 80 verzichten ja. Können. Und das Schwitzen, das nächtliche Schwitzen, das hat eigentlich ganz aufgehört. Hm? Und mit dem Schlafen? Ich schlafe gut. Appetit? Ja, wenn ich wollte, könnte ich viel essen. Also, ja. Ich bremse immer, damit das Gewicht bleibt. Es ist schön, angenehm. Es ist alles angenehm hier drin. Manchmal ist es ein bisschen sehr warm, dann habe ich ein bisschen geschwitzt hier drin, aber so ist es immer schön warm. Das hat er davon, ne? Die Farbe hat sich sehr verbessert. Ja. Und Sie haben gut geschlafen. Ich habe auch geschlafen, ja. Nachdem Sie mich verlassen hatten.